Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch die Geschichte vom heiligen Nikolaus näher zeigen. Dies wurde nacherzählt von Dörte Beutler, ist vom Esslinger Verlag, hat 32 dünne Seiten, kostet 13 Euro und wird für 3- bis 6-Jährige empfohlen. Das Thema hier ist natürlich Religion für Kinder. Es zeigt Kindern eben, die auch manchmal allein sind, wie der Nikolaus hier in dieser Geschichte, dass es dennoch immer etwas gibt, das einem Freude macht und es nicht schlimm ist, wenn man vielleicht nicht ganz so viele Freunde hat. Er hat in dem Fall eben die Kirche und die Geschichten aus der Bibel. Mir gefällt persönlich auch der Satz von ihm, was hier steht: Was soll ich mit all den Dingen und dem Geld, nachdem er seine Eltern verloren hat und ja, ihm sie vermisst und das Erbe ihm eben keine Freude bereitet, beziehungsweise nicht über den Schmerz hinweg tröstet. Vermittelt eben Kindern, was wirklich im Leben zählt, nicht Reichtum, sondern die Familie. Es zeigt auch den Kindern hier sehr schön, dass Teilen viel Freude bringt und einen glücklich macht, ja, sowie mit Dankbarkeit auch erwidert wird. Hier zum Beispiel hat der Nikolaus, weil er eben Erben geerbt hat, viel geteilt mit den Menschen und diese haben ihm aus Dankbarkeit, weil sie das sehr geschätzt haben und ihn selbst geschätzt haben, ihn dann eben zum Bischof gewählt. Es vermittelt Kindern auch, dass man an das Gute glauben soll und es auch eintreffen wird. Hier zum Beispiel in dem Fall haben die Menschen sehr arg gehungert und es kam dann irgendwann ein Schiff an. Und Nikolaus sagte ihnen, sie sollen eben beten und ja, es erfüllte sich. Das Schiff hat nämlich das Getreide, was es an Bord hatte, mit den Menschen geteilt. Also uns persönlich hat die Geschichte sehr schön gefallen vom Nikolaus. Ist jetzt nichts Neues, aber ich finde es sehr gut hier nacherzählt. Es zeigt eben, dass das Gute stets gewinnt und Reichtum sich nicht in Form von Geld, sondern Familie und Freundschaft zeigt. Und als kleiner Zusatz ist hier hinten, ganz hinten, das Lied "Lasst uns froh und munter sein", was wir auch dann sehr gern mitsingen. Und ja, ich finde es wirklich ein schönes Kinderbuch, nicht nur für die Weihnachtszeit und sicherlich ein ganz nettes Geschenk unterm Weihnachtsbaum, aber auch für zwischendurch, weil es eben sehr schöne Werte an die Kinder vermittelt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch sehr gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut!